Da kam unser Spielführer Alfred Pfaff mit seiner hübschen Gattin und hat mir zwei Eintracht-Fahnen überreicht. Da habe ich gesagt, Alfred, was soll ich damit? Da sagt er, den Verkehr regeln. Und da habe ich dann links eine Fahne genommen und rechts eine Fahne. Und dann habe ich gewinkt und Halt und dann wieder weiterfahren. Und das habe ich gemacht. Es war wunderschön. Die Leute haben gewunken aus dem Fenster, Herr Autofenster. Einer ist stehen geblieben, hat gesagt, ich möchte ein Foto. Ja, habe ich gesagt, mach ein Foto.1959, die Eintracht ist deutscher Meister und der damalige Polizist Kurt E. Schmidt regelt den Frankfurter Verkehr mit Eintrachtfahnen. Es ist eine der vielen Geschichten, die Kurti zu erzählen hatte und das in einer Art und Weise, die jeden Zuhörer in seinen Bann zog. Axel Beve Hofmann erinnert sich. Ich war ja knapp 10 Jahre Stadionsprecher bei der zweiten Mannschaft und der Kutti war mein Vorgänger über 32 Jahre und war natürlich, als ich übernommen hatte, sowohl am Riederwald als auch später am Bonheimer Hang bei jedem Heimspiel der Amateurmannschaft dabei gewesen. Das heißt, wir haben fast jedes Heimspiel nebeneinander verbracht und von daher, die Erinnerungen sind freundlich, großartig und natürlich jetzt eine traurige Geschichte mit dem Tod von Kutti am Tag des Bordeaux-Spiels. Ich erinnere mich auch noch an ihn. Ich glaube, ich habe selten einen korrekteren Menschen erlebt. Ist sicherlich auch was hängen bleibt, ne? Ja, korrekt, gentlemanlike, freundlich, offen, zu jeder Mann, zu jeder Frau, jung und alt. Kurti hat zu jedem Zugang gefunden und ich glaube, völlig zu Recht die Sympathien von der gesamten Eintracht-Familie sich verdient durch seine Art, sicherlich. Am 18. September ist Kurt E. Schmidt gestorben. Kurti, die Eintracht-Familie dankt dir. Wir alle werden dich sehr vermissen.